Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Ich bin der Papa und was hier heute passiert, erfährst du nach meinem Intro. Da ich euch ja schon meinen Bräuking vorgestellt habe, den Baron, und auch meine Webergrill vorgestellt habe, möchte ich heute zu diesem Schätzchen hier kommen. Ihr könnt es lesen. Der Beefmaker Pro vom Aldi habe ich mir im letzten Jahr gegönnt als Oberhitzegrill. Und ja, lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen. Ja, also erstmal 800 Grad kann er. Habe ich nie nachgemessen. Ja, aber wird wohl stimmen. Ja, ich habe kein 800 Grad Thermometer. Das ganze Gerät ist aus Edelstahl. Es ist wirklich super robust. Das steht jetzt... Ja, außer jetzt in den harten Wintermonaten, da stand er in der Hütte. Ansonsten steht er wirklich bei Wind und Wetter draußen. Natürlich abgedeckt, ja. Aber er sieht dafür noch ganz gut aus. Erstmal, ja. Außer, dass ich vielleicht mal ordentlicher putzen sollte. Aber das ist so eine andere Geschichte, ja. Bezahlt habe ich, glaube ich, unter 100 Euro. Der war im Angebot, ja, oder vielleicht knapp etwas über 100 Euro. Auf jeden Fall war der reduziert, den wollte keiner mehr haben. Und dann habe ich halt gedacht, komm, mein Kleiner, ich zeig dir mal da, wo es schön ist, kommst du mit zu uns. Ja, und seitdem ist er dann bei uns eingezogen. Die haben auch schon einiges an Steaks da drin gemacht. Man muss üben, ja, also nur weil man so ein Gerät hat, heißt es nicht, dass man dann auch Steaks machen kann. Also das ist wirklich so eine Sache. Üben, üben, üben. Vielleicht solltet ihr am Anfang nicht die aller teuersten Steaks euch kaufen und da reinballern und dann zusehen, wie sie verkohlen, sondern wirklich ja, mit etwas günstigeren Sachen anfangen. Ja. Kommen wir erstmal zur Ausstattung. Hier ist der Anschluss für die Gasflasche. Hier ist der Zünder. Da geht es dann an. Hier können wir dann die Hitze regulieren. So, das erstmal dazu. Hier finde ich sehr gut, können wir die Höhe individuell einstellen. Im Vorgänger gab es das nämlich nicht. Da konnte man nur, ich glaube, 3 oder 4 Stufen. Ja, hier kann man wirklich ja, fast überall arretieren, je nachdem, was man für ein Stück Fleisch oder vielleicht auch was anderes drauf macht, kann man hier prima ja, abstimmen. Dann ist natürlich hier eine Schubslade. Mit, Moment, erst nach hinten, dann nach vorne, so, mit einem Edelstahlrost. Das kann auch gut was, da liegt das Fleisch ganz gut drauf. Und, wie eben gesagt, das Ding ist gebraucht, deswegen ist die Abtropfschale natürlich auch nicht mehr ganz so sauber. Da tropft aber auch nur Fett drauf, ja, die muss jetzt nicht unbedingt jedes Mal super glänzend sein. Sehe ich wenigstens so. Nochmal raus. Hier ist so ein kleiner, so eine kleine Auskerbung. Die Schale kann man dann hier einhängen. So bleibt die dann auch stabil da, wo sie ist. Bauen wir mal wieder zusammen. Erst nach hinten. Dann nach vorne, schieben wir es wieder rein. So, dann war noch dabei diese beiden Schalen. Kann man dann wunderbar, wenn das Fleisch fertig ist, hier oben drauf, da kann es noch ein bisschen ausruhen. Das leckere Fleisch, sehr praktisch, wie ich finde. Ja. Dann, claro, ihr habt es eben schon am Anfang gesehen, die Mütze. Damit es dem Schätzchen auch nicht kalt wird, wenn er mal nicht gebraucht wird. Und natürlich der Schlauch dabei. Plus einen Pizzastein. Uhu. Also man kann, wenn man will, hier drauf auch Pizza machen. Meiner ist jetzt dreckig. Ich habe aber hier noch nie drauf Pizza gemacht. Ich habe den auf den Gasgrill gelegt und dort die Pizza gemacht. Mit 800 Grad, weiß ich nicht, habe ich mich noch nicht getraut. Ja, außerdem habe ich ja meinen Pizzaofen von Taino. Da
brauche ich jetzt nicht unbedingt das Gerät, um Pizza zu machen. So, das ist erstmal so diese Ausstattung, die dieser Pizzaofen, ach, dieser Oberhitzegrill mit sich bringt. Da wollen wir den mal anschließen. Das geht relativ easy. Hier nochmal der Beefmaker Pro in der Nahaufnahme quasi. Hier ist der Regler für wenig Power, viel Power, an und aus natürlich. Hier nach vorne ziehen, dann können wir es verstellen, unser Grillrost. Hier können wir das Grillrost rausziehen. Ja, hier löst sich manchmal gerne, wenn sie nicht ganz gerade steht, die Fettauffangschale. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und natürlich, kleiner Tipp, wenn ihr hier Fleisch drauf macht oder irgendwas anderes, packt Wasser unten in diese Schale, sonst ja, fängt es irgendwann an zu stinken. Ja. Ansonsten muss ich wirklich sagen, hier steht er nochmal, der Beefmaker Pro aus dem Aldi. Jetzt habe ich hier mal den Pizzaschein reingemacht. Kann man machen, wenn man Bock auf Pizza auf dem Oberhitzegrill haben möchte, kann man sich den Stein da reinsetzen, wenn man wieder Fleisch oder was anderes gerne knusprig haben möchte, dann nimmt man einfach das Edelstahlrost. Klappe zu, Affe tot. Schön ist bei dem Gerät, ich kann ihn austarieren. Ich habe hier zwei Füße, die kann ich in der Höhe verstellen, also sprich mit einer Verschraubung dran. Die Grillfläche finde ich super, weil hier passen zwei Steaks nebeneinander. Ja, und nicht nur ein Steak und der andere muss dann zusehen, wo er bleibt. Ja, oder ich müsste meinen Steak auch noch teilen. Wo kommen wir denn da hin? Ja, also wirklich. Wenn ich den benutze, benutze ich ihn wirklich nur, um die Steaks knusprig zu ziehen. Sprich, ich hau die Steaks drauf, habe die vorher vielleicht gesalzen und lasse dann, ich sag mal so 60 Sekunden pro Seite. Ja, ich gucke einfach immer, wie sieht es aus. Schön brutzeln. Und danach kommen die auf den normalen Gasgrill und ich ziehe die dann auf Kerntemperatur. Hat eine Daseinsberechtigung, zumal er vom Preis her mich überzeugt hat. Ja. Der liegt, glaube ich, immer irgendwie so um die 169 Euro, 189 Euro, irgendwas. Ganz oft auch dann im Sale für 100 Euro, 120 Euro. Habe ich zugeschlagen. Ich bereue es nicht. Ich bin froh, dass er hier eingezogen ist bei uns. Man muss nicht immer 800, 900 Euro für so ein Sportgerät ausgeben. Manchmal tun es auch die etwas günstigeren Varianten. In dem Fall finde ich es halt super. Zumal ich halt wirklich, wie ich eben schon erwähnt habe, zwei Steaks nebeneinander legen kann. Und ich finde, das ist ein richtig fetter Pluspunkt. Wenn euer Grill natürlich eine Sizzle Zone hat, braucht man sowas nicht. Meiner hat nicht, deswegen habe ich ihn und bereue es auch nicht. Meine Lieben, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Einmal ganz kurz ein bisschen was über den Beefmaker Pro erzählt. Wenn es euch auch gefallen hat, macht ruhig einen Daumen hoch, wenn ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid. Und das sind ganz, ganz, ganz viele, verrückterweise. Lasst doch einfach mal ein Abo da. Ja, würde mich mega freuen. Mach noch die Glocke an. Dann verpasst du auch gar nichts mehr, dann kriegst du immer lustige Benachrichtigungen, sobald ein neues Video von mir online ist. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare,
Box. Da dürft ihr Fragen stellen. Ich beantworte die auch gerne. Wenn ihr mal Anregungen habt, über was wir vielleicht mal hier quatschen sollten, gerne auch da reinschreiben. Bin ja für fast alles offen. Ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt, Papa liebt Fleisch. Hammer Barbecue.